Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und heute schauen wir uns mal zwei Elemente von Stanley FatMax an. Und das sind beides Dinge, die wirklich, wirklich genial sind. Das Teil hier habe ich schon mehrmals benutzt. Das hier habe ich gesehen und habe gedacht, ey, das hätte ich schon immer mal gebraucht. Und wir machen jetzt Folgendes, wir gucken uns das jetzt rucki zucki auch mal an. Wir haben hier, wie nennt man das? Nein, ich zeige es euch einfach gleich. Aber machen wir eins nach dem anderen. Das hier finde ich sogar noch genialer. Denn wir haben hier einfach eine Werkzeugbox. Nein, haben wir nicht. Wir haben hier einen Tritt. Und also quasi eine Mini-Leiter. Und die ist so genial gemacht. Ich habe erst gedacht, naja, weiß ich nicht, ist das jetzt eine schöne Sache oder brauchst du das überhaupt? Ja, ich brauche das. Und ich wünschte, ich hätte das jetzt schon die letzten 10 Jahre gehabt. Weil jedes Mal, wenn ich Werke mache und tue, habe ich nie so einen kleinen Tritt dabei. Und dieser kleine Tritt, meistens braucht man gar keine Leiter, sondern muss nur eine kleine Stufe höher und noch irgendwo hin. Und das kann man damit machen. Mann, Leute, das ist so, hui, mega genial. Also, wir schauen uns das Ganze mal an. Und zwar, wir haben hier einfach mal hier zwei, fang hier an, so, hier, man kann das Ganze in der Gegend rumtragen und der denkt erstmal, ist eine Werkzeugbox. Ist auch eine Werkzeugbox, aber ist noch viel mehr. Wir schauen hier rein und machen so und sehen, wir haben eine Werkzeugbox. Ja, ich hätte es auspacken sollen, aber egal. So, also ihr seht jetzt hier, wir können hier Dinge reintun und ich kann das Ganze dann hier auch so mit mir rumtragen. Erstmal ist richtig viel Platz, trage das so in der Gegend mit rum, alles schön. Hey, aber der Witz ist, ihr habt jetzt gesehen, ich habe das flach hier hingestellt und es ist trotzdem eine Leiter. Das hier ist eine Leiter. Schaut euch das mal an. Halt, erst so, dann so. Wir nehmen das Ganze hier hoch, klappen das, also wir nehmen das hier, klappen das raus, so. So, dann klappen wir das hier so raus, und zwar so, nach außen, so, Moment, so und so. Dann nehmen wir die andere Seite, klappen das hier rüber und raus, nehmen das hier, rastern das, wir stellen es erstmal hin, rastern es hier ein, so und so, hier fest, und haben eine Leiter. Und übrigens haben wir nicht nur eine Leiter, sondern wir können das hier sogar wieder oben raufstellen. So und so. Und können die Leiter dann in der Gegend rumtragen. Ja? Wenn wir einfach mal sagen, ja, wir haben jetzt beides zusammen und wollen das irgendwo hintragen. Aber der Clou ist ja nicht nur das, sondern das Ganze heißt ja Stanley FatMax. Das heißt, das trägt sogar mich. Wir machen so. Da lacht er. Ja? Wir haben hier jetzt hier, so, hier unsere Leiter und können dann einfach mal irgendwo uns draufstellen, können irgendwo hin. Das hält hier 150 Kilo auf, also jetzt hat er umsonst gelacht, 150 Kilo wiege ich nicht. Wir haben hier also wirklich etwas, wo man sagt, ich habe meinen kleinen Tritt immer jetzt mit dabei. Sogar mit einer kleinen Stufe, auf die wir raufsteigen können und das Ganze hält. Schaut mal hier, ja, alles mit dabei. Und ihr habt jetzt vielleicht das Gefühl, dass ich ein bisschen abgedreht bin, aber bin ich auch, weil ich finde das genial, dass du einfach mal deinen Tritt immer mit dabei hast. Und das sind so die kleinen Werkzeughelfer, die richtig Spaß machen. Und im Gegensatz ja zu dem Tritt, der mich hier richtig groß macht, kostet das nicht mal viel. Das Ganze kostet unter 70 Euro. Du bekommst also eine Werkzeugbox mit dem Tritt für rund 70 Euro. Das ist doch der Hammer. Insofern schau mal ruhig mal unten in den ehrlichen Preisvergleich. Da findest du ein entsprechendes Angebot dafür. Du sollst aber gar nicht kaufen. Du sollst aber wissen, dass es sowas gibt. Und jetzt schauen wir noch mal nach da drüben. Nämlich das ist auch wirklich genial. Denn wir haben hier das, was man häufig mobil braucht, sind Arbeitsböcke. Und da hast du diese so eine klapprigen Holzböcke oder irgendwelches Zeug immer irgendwo mit irgendwas. Und hier hast du zwei Böcke, zwei Arbeitsböcke für zwischen 80 und 90 Euro. Auch hier schauen wir unten in den ehrlichen Preisvergleich, wenn dich das interessiert, einfach mal vorbei. Und du hast sie aber mobil mit dabei. Also, wir haben hier unsere Werkzeugböcke, die wir einfach mitnehmen können. Und schau dir mal an, wie kompakt die sind. Komplett kompakt. Du kannst sie also mit in den Transporter nehmen, auch hochkant irgendwo verstauen in der Ecke. Mega. Das hier kannst du auch einfahren. So, dann ist das auch nochmal weg. Kannst du auch wieder rausnehmen. Du kannst aber auch, wenn du sagst, naja, rechts, links, weiß noch nicht so richtig, dann nimmst du das Ganze auf die andere Seite und trägst es von dort. Oder zu zweit oder wie auch immer. So, jetzt haben wir das.
Moment, wir einfahren hier. So. Jetzt wollen wir sie natürlich auch benutzen. Dazu müssen wir nichts machen, außer hier und hier das Ganze zu öffnen. Und jetzt haben wir zwei. Diese öffnen wir hier einfach. Ja, machen das, lösen das Ganze hier. Können das hier rausnehmen. Dann, ach so, Moment. So. Öffnen das Ganze hier. So. Und haben hier unseren kompakten Arbeitsbock gleich mit dabei. So, haben den jetzt hier. Ah, jetzt ist mir der Fuß abgegangen. Ah, ich habe vorhin schon ein bisschen mit rumgespielt und den hart benutzt. So, haben jetzt hier unseren Arbeitsbock. Wir machen das nochmal schnell, dass ihr auch seht, dass es mit beiden funktioniert. Machen dasselbe hier nochmal. Reinfahren. So, einfach nur einmal hier ziehen, öffnen, raus. Hoch. Dasselbe hier nochmal. Weil das sind genau die Sachen, die man als Heimwerker häufig sucht. Ja, das kostet mehr als diese ganz einfachen Böcke, die man sonst hat. Man geht in den Baumarkt und sagt, man kann sie übrigens auch selbst bauen. Ja, ist auch eine gute Idee, als Anfänger sowas mal selbst auszuprobieren. Aber wenn du in den Baumarkt gehst und kaufst dir so einen Bock, dann kostet er zwischen 10 und 20 Euro. Aus Metall eher mal so 20, 25 Euro. Und dann sind die da, sind nicht mobil, stehen überall rum und so weiter. Hier hast du eine Lösung, die du super kompakt verstauen kannst, kannst sie hinter der Ecke stellen, wenn du es brauchst, dann rausnehmen. So, jetzt hast du hier deinen zweiten und kannst hier mit dem zweiten Bock entsprechend dann den hier hinstellen und kannst hier drauf arbeiten. Und die sind mega stabil und kannst du gleich benutzen. Zusatznutzen bei der ganzen Sache ist folgendes. Du kannst das Ganze hier... Kannst du auch einen Rundstahl oder sowas wie einen Besen oder auch ein Kantholz hier reinlegen und das hält dir hier gleich drin. Ja? Du hast hier entsprechend die Einkerbung, kannst dir das reinlegen, hier dran arbeiten und es rutscht dir nicht weg oder rollt dir nicht weg. Ja? Wir nehmen das hier hin und haben entsprechend Spaß. Und wenn wir uns das anschauen, nehmen wir mal beides hier zusammen nochmal. Wir haben hier also unsere beiden Böcke und haben unsere Leiter, die wir noch haben. Und wir machen es nochmal rückgängig. Und zwar nehmen wir das Ganze und verstauen das nochmal. Dann müssen wir hier nur wieder das hier rausnehmen. Das hier rausnehmen. Raus. So. Ich habe das noch nicht so oft gemacht, aber trotzdem seht ihr, das geht sehr leicht. So. So. Hier drüber. So. So, unser Werkzeug. Und ihr seht, wir haben hier wirklich ein super schnelles System. Es gibt keine Ausreden mehr, sich auf irgendwelche Stühle zu stellen oder noch wackeligere Konstruktionen, um irgendwo mal schnell hochzugehen auf seiner Baustelle oder an dem Moment, wo man etwas bearbeiten will. Genauso wie hier unten bei den beiden Teilen, wo man sagen muss, wenn das nicht mal wirklich geniale Arbeitsböcke sind, dann weiß ich auch nicht. Denn diese Kompaktheit, diese Stabilität und alles zusammen für den Preis, also das hat mich wirklich umgehauen, genauso wie bei der Leiter. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr von diesen beiden Dingen haltet, ob ihr wirklich, ob ihr sagt, nee, das gibt's doch noch viel besser von einer anderen Firma oder braucht ihr das? Wie seht ihr das? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich, euch zu lesen und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.